Hallo Leute, heute ist der 28.08.2020. Morgen hat mein Hund Geburtstag, den 2. Und übermorgen ich, den 29. Heute war Sonja da. Es war recht schön. Wir sind draußen gesessen und herinnen. Haben Kaffee getrunken, geraucht und getratscht. Heute waren wir beide nicht so müde, aber in letzter Zeit fällt uns nichts zu reden ein. Aber wir haben uns trotzdem unterhalten. Zwar immer wieder mit Pausen, aber es ist gegangen. Und gestern habe ich ein paar Arbeitskollegen beim Vater kennengelernt. Morgen haben wir geplant, dass wir zur Donau fahren, picknicken. Und mit Claudia und Sonja. Samstag. Heute ist Freitag. Ja. Am Mittwoch bin ich wieder bei Kerstin. Auf das freue ich mich schon. Sonst gibt's nicht viel Neues. Mit Sonja überlege ich momentan, was wir noch machen könnten, um ein bisschen Geld reinzubringen, weil ich einen neuen Laptop brauche, weil meiner an der Ecke kaputt ist. Also das geht der Bildschirm raus und ist jetzt doch schon fast 5 Jahre alt. 4,5. Und ein neuer Laptop würde 3.800 Euro kosten, in der Ausführung, in der ich ihn gerne hätte. Aber das ist halt viel Geld und ich suche sowieso die ganze Zeit nach Möglichkeiten, mir was dazu zu verdienen, ohne angemeldet zu werden. Nicht unbedingt schwarz, aber kleine Arbeiten, die ich am Computer erledigen kann und mir eine Kleinigkeit dazu zu verdienen. Oder eine Buchidee. Und ja, darüber haben wir heute gesprochen. Sondern er würde nämlich auch irrsinnig gerne ein Buch schreiben. Mit Marianne, meiner Co-Autorin, habe ich heute auch telefoniert. Sie hat sich nach einem halben Jahr gemeldet. Oder circa einem halben Jahr. Das war auch ein ganz nettes Gespräch. Und hat mich sehr gefreut, dass er sich gemeldet hat. Und das war ganz schön. Und ich habe das mit dem Hörbuch mit ihr besprochen. Und sie lässt mir da freie Hand. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Und ja, mal sehen, was Michaela zurückschreibt. Aber momentan sieht es nicht so gut mit dem Hörbuch aus. Sonst gibt es nicht viel. Ich halte das Video heute mal kurz, weil ich einfach nichts zum Erzählen habe. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Eure Ines.